Zeit noch da und deswegen bin ich vorbeigekommen. Ich bin ja auch öfter mal da. Was vorher gelaufen ist, habe ich nicht gehört. Ich wollte euch eine Minute einen Abschluss geben, etwas vielleicht zum Nachdenken, was auch nett ist, und zwar eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater, weil er gerne mit ihm spielen wollte. Er hatte sich vorgenommen, ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Der Vater war ziemlich beschäftigt und hatte eigentlich im Moment weder Zeit noch Lust dazu. Also hat er sich überlegt, was mache ich nur, damit ich meinen Sohn gut beschäftigen kann. Er schaut sich um und sieht eine Zeitschrift oder ein Magazin und blättert ein bisschen. Dort findet er ein schönes, detailliertes Bild von der Erde. Er reißt die Seite heraus, zerschnipselt sie in kleine Puzzleteilchen, legt sie auf eine Unterlage, gibt sie seinem Sohn und denkt, nun hat er mindestens eine Stunde Zeit für sich. Der Sohn geht in eine Ecke des Zimmers und dort zieht er sich zurück. Der Vater ist froh und denkt, jetzt hat er seine Zeit. Aber es dauert keine 5 Minuten und der Junge kommt zurück und legt das fertige, schön zusammengesetzte Bild der Erde dem Vater vor. Der Vater wundert sich sehr und fragt, wie hast du denn das gemacht? Ja, sagt der Sohn, das war eigentlich nicht sehr schwierig. Ich habe mir überlegt und habe die Schnipsel umgedreht und was ich da entdeckt habe, war sehr viel einfacher. Es war das Bild eines Menschen. Dieses Bild habe ich zusammengesetzt und als der Mensch heil war, war es auch die Erde. Dankeschön. Okay, wir bekommen jetzt noch einen ganz kurzen